Kapitel 6 Sonnentempel. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Amber. In diesem Schneegestöber okay. Plötzlich geht's besser. Ah, wir nehmen Stein, ja, okay. Ja. Der Schneesturm ist halt schon echt laut, ne? Da rechts laufen wir wieder mit dem kleinen Wölfchen. Vor allem unser Schwanz immer länger. Also von dem Wolf. Die Route meine ich. Wenn ich es da laufe, ist es dann besser? Nö. Ich dachte, weil das da kein Schnee ist, vielleicht geht es dann schneller. Ja, aber mal ehrlich, das Game ist halt echt ein cool gemachtes Spiel, ne? Ich fällt das sehr. Macht viel Spaß. Vor allem auch immer die ganzen Cutscenes hier. Jetzt die schon wieder. Es für sie getan, für Wayler, richtig? Du wolltest eine Revolution, aber sie war dagegen. Wayler wollte, dass sie verstehen. Genau das war dein Plan, sie dazu zu bringen, zu verstehen. Indem du ihnen die Vergangenheit zeigst. Dieser Dolch. Bin ich das? Ich bin Artevo. Ich bin dein Vater. Und auch derjenige, der für die Zerstörung deines Dorfes verantwortlich ist. Der die Frau, die du liebtest, hat töten lassen. Warte. Wolf, Wolf,
Wolf! Es tut mir so leid. Bitte. Wo bist du? Wolf, ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Ich bin eine schreckliche Person. Nein, ich verdiene deine Vergebung nicht. Ich habe noch gedacht, so, wir haben uns immer wieder verändert von der Farbe her, so, ne? Ein bisschen weiß und rot dazu. Jetzt sind wir plötzlich ganz schwarz wieder geworden. Aber, ja, man konnte schon ein bisschen denken, dass er vielleicht der Vater ist. War schon so ein bisschen, ne? In den Folgen vielleicht ein bisschen schon bemerkbar gewesen. Ja, vergeben. Also, ne, jeder macht mal Fehler, was ja auch schon in einer Folge schon mal eher zu uns gesagt hat. Ist halt mal die Frage, wie schlimm die Fehler waren, ne? Aber generell erstmal Fehler kann man erstmal vergeben. Jetzt mal die Frage, was und wie schlimm und was und so. Nun komm endlich mit mir. Wem willst du noch was beweisen? Du hast verloren, sieh es ein. Nein, sieh du es endlich ein. Es ist deine Schuld. Alles. Kalani, hör auf. Hast du immer noch Angst vor der Wahrheit? Hör auf. Du eine Marionette des Herrschers, zieh dich doch um. Kalani, hör auf! Kalani!
Was habe ich hier zu machen? Ich habe dich getötet. Wolf, es... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Boah. Vor allem, er nimmt uns jetzt noch mit, weil er uns auch dem Herrscher geben möchte, weil er den Kopf herbringen sollte. Sehe ich das richtig? Also das Tönen, ja, das Runtergeschubst und uns getötet, ja, okay. Aber... Boah. Und dann noch Rückfall in den Herrscher noch bringen. Setzt noch so ein bisschen, finde ich, so einen negativen Punkt oben drauf, ne? So finde ich persönlich.
Ja gut, dass wir den spielen müssen, das... Spiele alle für Tiere, let's go. Kalani, ich hoffe, du kannst mir vergeben. Aber ich verstehe, wenn du mich hier zurücklässt. Ich verdiene die Stadt des Lichts nicht. Ich verdiene dich nicht. Fliegen wir jetzt einfach mal weiter? Ich denke, das ist das, was wir machen müssen. Oder? Was anderes. Ich könnte ja machen, ich mach mal kurz Musik mal kurz ausmachen. Komplett aus. Da ist gerade ein Gesang. So ein Copyright-Technik und so. Mal wieder so, dann seht ihr, wie ist noch das. Die Atmosphäre. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss gerade. Bin ich daher gerade gekommen? Ich bin eventuell gleich wieder, wo ich hin muss. Aber nur ganz eventuell.
Aber so, ich, vielleicht so der Abschluss so, aber ich finde, das ist so ein cool gemachtes Spiel. Also halt, klar, man braucht jetzt nicht viel, eigentlich brauchst du gar kein Skill, glaube ich, für das Game. Und es ist halt ein komplett storybasiertes und du guckst es einfach nur cool an. Aber eine sehr coole Story. Mit ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, krass. Hätte ich nicht so erwartet, dass es so kommt. Aber genau so, das macht ja eine Story auch wieder schon cool, so, ne, wenn Sachen passieren, die man nicht erwartet. Ich glaube, hier sind wir richtig. Sehr gut aus. Hätte es einen. Ja. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr Spiel fandet, so bis jetzt. Ich meine, so wird die letzte Folge sein. Schreibt mal, wie ihr es so fandet. Wie es euch gefallen hat, ob ihr es cool fandet. Ich meine, wir haben schon einige solcher Story-Games gemacht. Manche mit ein bisschen mehr Gameplay. Manche mit ein bisschen weniger. So unterschiedlich halt. Schon einige von solchen kurzen Let's Plays, die mir halt immer sehr viel Spaß machen, muss ich sagen. Vor uns, das sieht aus wie ein Flüsterstein. Tschüss. Ist das... Erinnere mich, hier habe ich dich beigesetzt. Du hast nie an dieses Ritual geglaubt, Kalani, aber mir hat es viel bedeutet. Kalani, jetzt wird mir klar, was du mir mit all dem sagen wollt, warum du mich hergebracht hast. Ich lag so falsch mit allem, schon immer. Du warst es nicht, die in die Stadt des Lichts geleitet werden musste. Ich war es. Ich bin die verglühte Seele. Siehst du das? Weißt du, was das heißt? Das ist die Stadt des Lichts. Sie muss es sein. Darf ich hinein? Und damit Dankeschön fürs Einschalten bei Lost Amber.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und tü de lü.